Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, ich nenne es mal, Musiktipps aus aller Welt. Denn wie ihr ja wisst, ich bekomme aus Urlauben gerne mal Alben mitgebracht. Und ja, meistens sind das irgendwelche Alben von Bands, die nur regional dort relativ bekannt sind und die hier in Deutschland eigentlich kein Mensch kennt. Wobei das bei der Band hier nicht ganz zutrifft, aber dazu gleich mehr. Und ja, mittlerweile hat sich eine kleine Sammlung angesammelt von lauter CDs, die irgendwie von überall auf der Welt kommen und die unheimlich interessant ist eigentlich, weil man da aus ganz, ganz vielen Regionen der Welt einfach ganz viele verschiedene, ja, ich sag mal, Musikkulturen mitbekommt. Ich habe euch ja da auch schon hier und da mal das ein oder andere Album gezeigt und verlinke euch jetzt rechts oben auch nochmal zum letzten Video von einer thailändischen Band das Video. Falls euch das interessiert, könnt ihr da mal reinschauen. Und auch dieses Mal sind wir wieder in Thailand. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nämlich das Album Rise von der Band Retrospect, einer thailändischen, ja, ich sag mal Metalcore-Band. Und wie ihr schon seht, das Design ist hier auch wieder ziemlich cool gelungen, weil das eigentlich einfach nur wieder ein, ja, komisches CD-Design ist, sondern wirklich ein richtiges Buch, das man dann auch aufschlagen kann. Wir gucken auch gleich mal rein, aber erstmal kurz ein paar Infos zur Band. Retrospective ist jetzt seit relativ, ja, genau 18 Jahren unterwegs als Band, hat 2003 ihre erste EP veröffentlicht, also vor 15 Jahren, und 2007 dann das erste Album. Das Album, was ihr jetzt hier seht, ist allerdings das zweite Album der Band. Das kam ein Jahr später. Die Band selbst ist ebenfalls relativ erfolgreich in ihrem Heimatland, hat schon mehrere Singles in den Top 10 gehabt und mehrere Musikvideos auf YouTube sind auch schon relativ gut geklickt. Also das, was ich mir jetzt als letztes angeschaut habe, hatte auch schon weit über 20 Millionen Klicks. Ist an sich auch eine ziemlich coole Richtung, weil, ja, wer Metalcore mag, der wird, denke ich, mit der Band durchaus was anfangen können, wenn man sich denn mit der Sprache anfreunden kann. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal direkt in das Album rein. Ihr seht nämlich hier direkt, wenn man dieses kleine Büchlein aufschlägt, sieht man schon auf der Rückseite des Covers einen kleinen CD-Schuber. Da ist das Album drin. Finde ich eigentlich normalerweise nicht so cool, so CD-Schuber. In dem Fall finde ich es aber irgendwie passend, weil einfach das ganze Design dazu passt. Und auf der rechten Seite seht ihr so, ja, dass da das Booklet losgeht, auch in Buchform gehalten, mit einem etwas anderen Format, als man kennt. Inhaltlich ist es jetzt allerdings nicht so besonders, wie man es so von ganz besonderen CDs normalerweise so gewöhnt wäre, sondern ihr seht hier einfach wieder Bilder von der Band, die Lyrics, die aber natürlich für die meisten von uns wohl nicht wirklich zu lesen sind, dadurch, dass ja auch die Schriftform ein bisschen anders ist als hier in Deutschland. Und ja, die Danksagungen, und das war's eigentlich auch schon. Aber durch dieses richtig coole Design mit dem Buch fällt es natürlich in jeder Plattensammlung sofort auch. Und ich persönlich finde es auch einfach, ja, es fühlt sich hochwertiger an als so eine normale CD. Ich fand es damals sehr cool, als ich die das erste Mal in den Händen hatte. Und auch nach dem ersten Mal reinhören, fand ich es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist zwar jetzt nicht meine Lieblings-CD von diesen ganzen CDs, die so aus aller Welt kommen, aber es gehört definitiv zu denen, die ich deutlich besser finde als manche andere. Ich verlinke euch einfach, würde ich sagen, mal ein Musikvideo der Band in der Endcard. Dann könnt ihr selber mal reinhören und ja, vor allen Dingen auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Band haltet. Kanntet ihr die Band schon? Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr sie schon kanntet. Denn auf dem Wacken 2009 haben sie tatsächlich schon gespielt. Das heißt, das ist jetzt sogar eine Band aus aller Welt, die in Deutschland bereits schon mal auf der Bühne stand. Ist für die Band selbst auch bis heute noch ein ziemlich großes Highlight, dass sie auf dem Wacken in Deutschland spielen dürften. Das vielleicht einfach nochmal als Fun Fact. Und ja, damit würde ich jetzt sagen, entlasse ich euch jetzt einfach mal wieder zurück in die Hitze. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Band haltet. Ich bin sehr gespannt und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und natürlich wie immer für jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.